Also, mein Name ist Tobias Reuter. Ich bin hier schon am Dr. Wilhelm André Gymnasium seit 10 Jahren stellvertretender Schulleiter und ich unterrichte die Fächer Sport und Geografie eigentlich in allen Jahrgangsstufen und allen Klassen. Genau, also ich bin verantwortlich eigentlich für die gesamte Planung im Haus, also alle Projekte, die im Unterricht und auch außerhalb des Unterrichts stattfinden, plane ich natürlich, wie ihr hier seht, die ganzen Vertretungen. Ich habe den neuen Stundenplan gebaut, also diese ganzen Planungsgeschichten liegen hier auf meinem Tisch und natürlich, wenn Schüler zu mir kommen mit Problemen oder auch Eltern und Kollegen, bin ich hier mit Ansprechpartner und verantwortlich dafür. Also wenn ihr quasi von einem Eingang, von einem Jungeingang hochgeht, in der ersten Etage gleich rechts in dem Zimmer 112. Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich immer noch die Papiervariante, aber die meisten Schüler sind ja heute digital unterwegs und haben ihr Smartphone. Und auf diesem Smartphone gibt es eine App, die Stundenplan 24 App, und da kann man sich punktgenau, sogar sekundengenau erkundigen. Wenn ich was ändere, kann man das quasi dort erfahren. Das ist dann so mit rot markiert. Und der Schüler hat auch jetzt im Lockdown immer, weiß er genau, welche Stunden gerade dran sind oder was quasi verändert vertreten wird. Also ich finde das schon in der heutigen Zeit eine gute Chance, von zu Hause oder von unterwegs entsprechend auf den Stundenplan zuzugreifen. Es gibt natürlich viele AGs. Wir sind eine Ganztagsschule und in dieser Ganztagsschule hat man die Möglichkeit, auch für die Klassen 5 und gerade, wenn die anfangen, Hausaufgabenbetreuung, das heißt, die Kinder können nach dem Unterricht, werden die von Lehrern oder von Referendaren betreut und können ihre Hausaufgaben durchführen. Das wäre für die Kleinen. Und dann haben wir natürlich ganz, ganz viele Dinge im musikalischen Bereich, im künstlerischen Bereich, im sportlichen Bereich, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, weil das irgendwie die Zeit sprengen würde. Aber die Anmeldung erfolgt immer noch bei uns mit Stift und Zettel. Und in der ersten Schulwoche, wenn die Kinder hier da sind, legen wir im Schulhaus Zettel aus, wo die Kollegen, die diese Ganztagsangebote anbieten, praktisch beschreiben, was dort quasi los ist und wo es stattfindet, mit wie viel entsprechend Vorkenntnissen man dort teilnehmen muss oder kann. Hatte ich vorhin ja gerade gesagt, die Schüler haben die Möglichkeit an 3 Tagen der Woche, das ist der Montag, Dienstag und Donnerstag, immer so 90 Minuten in einer Hausaufgabenbetreuung mitzuarbeiten, mitzumachen. Und dort wird ihnen natürlich auch geholfen, erklärt, wenn sie was nicht verstanden haben. Das ist eine gute Frage. In den Pausen, ihr seht ja, draußen steht ein Klavier. Es ist dort, also ungefähr die Hälfte unserer Schüler spielen Instrument. Also die haben auch viele die Möglichkeit, sich dort praktisch musikalisch zu betätigen. Wir haben einen sehr schönen Pausenhof. Unser ganzes Objekt hatte über 1 Hektar, ne, über 10.000 Quadratmeter. Dort können die Kinder im Prinzip mit Fußball spielen. Wir haben Tischtennisplatten auch im Keller vorhanden. Also sie können sich draußen bewegen, so wie eine Art bewegte Schule. Gibt es also verschiedene Dinge, die sie ausleihen können, wie Springseile oder wie gesagt Bälle oder Federballschläger, sodass sie sich eigentlich in der Pause ganz gut hier betun können. Genau. Wir haben einen Essensanbieter, Kowerk, schon seit Jahren, der uns versorgt und die Kinder können sich dort, also die Eltern über online ihr Essen bestellen und wir haben 2 Pausen, jeweils mit 30 Minuten, 2 Essenspausen von 11 bis 11:30 und von 13 Uhr bis 13:30 und dort können wir im Speisesaal essen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig durch Corona, weil wir haben dort in dem Speiseraum im Prinzip nur die Hälfte der Plätze, sodass dort immer ein bisschen geregelt werden muss, wer wann essen geht. Aber ansonsten ist es eigentlich kein Problem. Und für die größeren Schüler gibt es ja wie eine kleine Cafeteria, die jetzt halt auch zu hat.
Aber die meisten ab Klasse 9 dürfen ja so das Schulhaus verlassen und nutzen dann im Prinzip im Umkreis dort die Suppenküche oder andere Lokalitäten zum Essen. Auch eine gute Frage, ihr seht ja hier bei mir auf dem Schreibtisch, also wir sind dabei, das Ganze im Prinzip mit WLAN auszustatten, also die Laptops. Gerade in der jetzigen Zeit ist das eine gute Sache, um im Prinzip auch mal in Zimmer zu gehen, wo praktisch kein LAN anliegt. Ansonsten ist natürlich immer noch so, dass wir warten drauf, dass Schüler, Lehrer im Prinzip Laptops bekommen, die sie auch privat und schulisch nutzen können. Das ist schon das große Ziel, dass wir alle ungefähr gleich ausgestattet sind. In den Zimmern haben wir diese Smartboards, bedeutet, dass da im Prinzip dort ein Beamer ist und eine große, wie eine Art Whiteboard, wo man auch dran schreiben kann. Ja, sonst sind alle Zimmer digital ausgestattet, sodass zumindest ein LAN-Anschluss ist, ein Fernseher drin ist und entsprechend ein Internetanschluss, um zumindest meine PowerPoint-Präsentation hier hochzuladen. Ist für mich das schönste Gymnasium der Stadt. Unser Kollegium verjüngt sich zunehmend. Laufen. Einfach mega. Mich nerven Unpünktlichkeit. Mich freut, wenn sich andere auch über Dinge des Lebens freuen. Viel Erfolg und natürlich, dass Sie trotz der Corona-Bedingungen sich bei uns anmelden. Das würde mich sehr freuen.